Morgen. So schön, dass du da bist. Und ich wollte mit einem Gebet anfangen. Vater, wir danken dir, dass wir hier sein dürfen. Wir danken dir, dass wir eine schöne Nacht hinter uns haben. Dass, ja, wir sind aufgestanden, wir sind gesund. Wir dürfen uns in deinem Haus versammeln. Und deswegen sind wir dankbar. Und wir danken dir auch für dein Wort und beten, dass du uns mit uns sprichst heute, Vater. Wir wollen deine Stimme hören. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Schlag bitte deine Bibel auf in Lukas, Kapitel 10. Wir lesen die Verse 25 bis 29. Lukas 10. 25 bis 29. Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte: Was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Der Mann antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus: Und wer ist mein Nächster? Auch in diesem Jahr werden wir die schöne Gelegenheit haben, uns ein bisschen intensiver mit einem Thema zu befassen, das in der Bibel und auch in unserem christlichen Leben von zentraler Bedeutung ist. Und das ist die Liebe. Gott ist Liebe. Wenn wir also über Liebe sprechen, sprechen wir über Gott selbst, ja, über sein Wesen. Als Jesus gefragt wurde, was das wichtigste Gebot sei, antwortete er auch: Den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und in diesem Text hier, das wir gelesen haben, sehen wir einen Gesetzeslehrer. Das heißt, jemanden mit tiefer Kenntnis der Heiligen Schriften, der mit einer sehr relevanten Frage zu Jesus kommt, der bereits die richtige Antwort auf seine Frage kennt, der aber leider mit der falschen Motivation kommt. Die Bibel sagt, er wollte Jesus auf die Probe stellen. Aber die Frage, die er stellt, ist wirklich relevant. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ich würde sagen, das ist die Frage. Das ist die Frage, die die Menschheit seit jeher bewegt. Diese Antwort möchte jeder wissen und er wusste es. Kann ich irgendwas tun, um Gottes Entscheidung über mein ewiges Schicksal zu beeinflussen? Wenn ja, werden die meisten von uns es tun wollen, glaube ich. Und Jesus gibt diese Frage ihm zurück. Was steht darüber im Gesetz, das du so gut kennst? Was interpretierst du? Wie interpretierst du das, was du da liest? Und der Mann hat es richtig interpretiert und geantwortet. Und Jesus musste nur noch bestätigen: Sehr gut, tu das und du wirst leben. Doch der Mann wollte sich rechtfertigen, sagt der Vers 29. Und dann stellt er so eine Fangfrage: Und wer ist mein Nächster? Jesus hat dazu eine meisterhafte Antwort gegeben. Das ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das wir gut kennen. Aber ich will erstmal hier mich auf Vers 29 konzentrieren, weil dieser Vers uns eine wichtige Warnung bringt. Denn manchmal sind wir nicht in der Lage, einige Hindernisse in unserem geistlichen Leben zu überwinden, wenn es darum geht, unseren Nächsten zu lieben. Und es liegt nicht daran, dass wir das Wort Gottes nicht ausreichend kennen, wie dieser Mann. Es liegt auch nicht daran, dass wir nicht wissen, wo genau wir versagt haben. Und nicht einmal daran, dass wir Gottes wichtigste Gebot nicht verstehen. Der Grund dafür ist einfach, dass wir uns manchmal
rechtfertigen wollen, wieso wir etliche Menschen nicht lieben können. Wisst ihr, Geschwister, es gibt keine Ausnahme für dieses Gebot, aber wenn es eine Ausnahme gäbe, würden wir einen Weg finden, so viele Menschen wie möglich in diesen Ausnahmefall zu stecken. Ne? Moment, zählt die Person, die mich nicht mag, auch als Nächster? Und was ist mit der Person, die einen anderen Glauben hat als ich? Zählt sie auch? Ne? Jesus, warte mal kurz, lass uns bitte genauer besprechen, was Nächster bedeutet. Ne? Das hat der Gesetzeslehrer getan. Und was ich dann an diesem Gleichnis fantastisch finde, ist, dass Jesus einen Samariter zum Helden der Geschichte macht. Samariter, Menschen, die von den Juden verachtet wurden und umgekehrt auch. Wir können auch im vorherigen Kapitel zusammenlesen, Lukas 9. Da berichtet Lukas über eine Geschichte, wo ein samaritanisches Dorf Jesus die Gastfreundschaft verweigert. Das ist in Versen 51 bis 56 von Lukas 9. Als die Zeit näher rückte, in der Jesus die Erde verlassen und in den Himmel zurückkehren sollte, machte er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Er schickte Boten voraus, diese kamen in ein Dorf in Samarien und wollten dort eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber weil er auf dem Weg nach Jerusalem war, wollte man ihn nicht aufnehmen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie: Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Da wandte sich Jesus zu ihnen um und wies sie streng zurecht. Sie übernachteten dann in einem anderen Dorf. In meine portugiesische Übersetzung steht noch ein Satz dazu, was Jesus dann geantwortet hätte. Er hätte gesagt: Ihr versteht immer noch nicht, auf welcher Seite wir stehen oder welcher Geist regiert unser Leben. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um Menschen zu vernichten und Menschen zu zerstören, sondern um Menschen zu retten. Ne? Und das sollten die Jünger begreifen. Die waren hier noch ein bisschen vielleicht unreif, ne? Aber da sollen wir auch begreifen, welcher Geist regiert unser Leben. Wir sollen also nicht versuchen, uns zu rechtfertigen, wieso wir etliche Menschen nicht lieben können. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter zeigt uns, dass die Nächstenliebe keine Ausnahme kennt. Es spielt keine Rolle, wer diese Person ist oder was sie mir angetan hat. Das Gebot ist klar: Liebe sie wie dich selbst. Aber Herr, er ist einer, der mich ständig provoziert. Ja, liebe deine Freunde, deine Feinde und bete für diejenigen, die dich verfolgen. Aber ich habe ihm schon 7-mal vergeben. Ja, super, das brauchst du noch, nur noch 70-mal wiederholen. Na? Diese Fähigkeit, Gott über alles zu lieben und ihm daher ohne Einschränkungen zu gehorchen, entwickeln wir nur, wenn wir unser Herz öffnen, damit Gott es mit seiner Liebe erfüllt. Und dann wird uns immer mehr bewusst, wie sehr wir auch von Gott geliebt sind und wie sehr er uns auch schon vergeben hat. Und dann wird ein bisschen leichter, auch die anderen zu lieben und zu vergeben. Dann lässt uns die Liebe Gottes, wie Paulus sagt, keine andere Wahl. Wir müssen lieben. Ne, wenn wir es verstehen, auch wenn es für mich nicht so natürlich ist, zu lieben. Die Liebe ist die Eigenschaft des Geistes, der in mir lebt. Und Johannes sagt sogar, dass dies der Beweis dafür ist, dass Gott in uns ist, wenn wir einander lieben. Und deshalb möchte ich dich heute mit diesem Wort ermutigen. Es ist sehr schön zu wissen, dass Gott uns liebt. Und ich hoffe wirklich, dass du diese Wahrheit schon begriffen hast, wie sehr Gott dich liebt. Wenn nicht, dann komm zum Frühgebet. Du wirst das ganze Jahr über in diesem Sinne ermutigt. Und hoffentlich wirst du dann am Ende des Jahres davon überzeugt oder noch früher. Aber mein Gebet heute ist, dass diese Botschaft, dass wir geliebt sind
und deswegen fähig sind, auch anderen zu lieben, endlich mal in unseren Herzen ankommt und uns dazu antreibt, wirklich ohne Einschränkungen zu lieben. Wenn ich noch etwas tun kann, um das ewige Leben zu bekommen, dann ist es Gott und meinen Nächsten zu lieben, sagt Jesus. Den Rest der Arbeit hat er selbst schon erledigt, die härteste Arbeit. Im Grunde können wir nur noch Gott lieben und uns von seiner Liebe verändern zu lassen. Ohne Ausreden, einfach ihm gehorchen. Und wenn du auch daran glaubst und ja, mit mir beten willst, dass diese Wahrheit in unserem Leben so wirklich ankommt und dass wir auch, dann, auch danach leben können, ne? Nachdem wir glauben, dass wir geliebt sind, dann lade ich dich ein, mit mir zu beten. Vater im Himmel, du bist so gut, du bist so groß und wir danken dir für dein Wort und für deinen Lieben. Vater, wir brauchen diese Liebe jeden Tag. Wir brauchen es immer wieder uns daran zu erinnern, dass wir geliebt sind, weil manchmal, es gibt Situationen, wo wir denken, du hast uns vergessen. Aber ja, wir wissen aus deinem Wort, dass du uns nicht vergessen kannst, denn unser Name steht auf deine Hände und du, ja, und jeden Tag ist deine Barmherzigkeit neu. Vater, danke, dass du uns schon so viel vergeben hast und wir beten, dass du uns hilfst, nachdem das uns bewusst ist, dass wir auch vergeben können, so wie du uns vergeben hast, Vater. Und die Situationen, wo wir noch in Erinnerung haben, dass jemand uns verletzt hat, hilf du uns, Vater, das zu vergessen und zu vergeben und ja, und in diesem Weg wandern, wo nur die Liebe regiert. Wir haben deinen Heiligen Geist in uns und wir wissen, dass du in uns ein großes Werk tust. Und ja, wir wollen uns einfach öffnen für das, was du in uns noch verändern willst. Wir wollen es zulassen, dass deine Liebe in unserem Herzen wirkt. Und alles rausbringst, was nicht dahin gehört, Vater. Wir wollen deine Kinder sein und so, dass die Welt uns so erkennt, als Kinder Gottes, die einander lieben können. Im Namen Jesus, Vater. Im Namen Jesus. Amen.